Herzlich willkommen zum European Circle Report. Nach der Herabstufung des Ausblicks für die Kreditwürdigkeit des Euro-Rettungsschirms EFSF legte die US-Agentur Moody's nun nach und senkte vergangenen Mittwoch den Ausblick von 17 deutschen Finanzinstituten von stabil auf negativ. Grund für den Vertrauensverlust Moody's an die Institutionen sei die getroffene Entscheidung Deutschlands in den vergangenen Wochen. Der Schritt erfolgte als Konsequenz aus den Rating-Korrekturen vom Wochenbeginn. Die Senkung betrifft vor allem Landesbanken wie etwa die LBBW sowie die Deutsche Industriebank, IKB und die Postbank. Noch werden die Institute durch staatliche Rückendeckung mit den beiden Bestnoten AAA bzw. AA1 eingestuft. Vergangenen Montag hatte die Ratingagentur bereits die Spitzenratings von Deutschland, den Niederlanden und Luxemburg in Zweifel gezogen. Wenn sich die Bewertung eines Staates ändert, müssen auch die Staatsfirmen und staatlich geschützten Banken von der Ratingagentur geprüft werden. Am Dienstag erfolgten daraufhin weitere Maßnahmen und der Ausblick des EFSF sowie der von 7 Bundesländern, darunter Baden-Württemberg, Bayern und Berlin, wurden von stabil auf negativ gesenkt. Falls Moody's seine Drohung wahrmachen sollte und Deutschland herabstufen würde, könnte dies abermals eine Kettenreaktion auslösen. Momentan ist die Agentur noch am Prüfen von Ratings der deutschen Flugsicherung und der Deutschen Bahn. Vor einigen Monaten hatte sich die Agentur Standards & Poor's für eine mögliche Abstufung Deutschlands ausgesprochen. Doch die Spitzenbonität blieb bestehen. Standard & Poor's wird vor allem mit der Herabstufung der Kreditwürdigkeit der USA im vergangenen Jahr in Verbindung gebracht. Moody's erntet für seinen Schritt viel Kritik seitens der Politik. Schlechte Ratingergebnisse können Bemühungen zur Lösung der Schuldenkrise im Weg stehen und diese zusätzlich erschweren. Außerdem kann der Empfang von neuen Geldern für die Banken erschwert werden, da Kreditgeber mit einer größeren Ausfallmöglichkeit rechnen müssen. Der bayerische Finanzminister Markus Söder von der CSU bezeichnet die bayerischen Finanzen als hervorragend. Die Kritik der Agentur würde sich nicht auf Bayern richten, sondern ein Alarmsignal für Europa bedeuten. Auch Thüringens Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht von der CDU kritisiert die Agentur scharf und bewertet die Finanzen Deutschlands als intakt. Es gebe keinen Grund für Ratingagenturen, die Finanzen der deutschen Bundesländer zu prüfen. Für die drohende Abstufung seien insbesondere die wirtschaftliche Lage der Euro-Staaten Griechenland, Spanien und Italien und deren schlechte Zukunftsprognose verantwortlich. Die wirtschaftlich starken Länder müssen immer mehr Schuldenlasten tragen, um die Finanzpleiten der anderen Länder auszugleichen. Dies könne auf Dauer nicht funktionieren. Vergangenen Mittwoch machte das Frankfurter Landesobergericht bekannt, dass der 61-jährige Tierschützer und Mitbegründer von Greenpeace, Paul Watson, gegen seine Meldeauflage verstoßen hat. Sein Anwalt erteilte auf Nachfrage der Frankfurter Behörden mit, dass der Kanadier Deutschland auf unbestimmte Zeit verlassen habe. Paul Watson ist ein engagierter Tierschützer, der bei vielen Missionen zur Rettung von Meerestieren mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist. Gegen Watson liegt ein internationaler Haftbefehl aus Costa Rica vor, woraufhin er am 14. Mai am Frankfurter Flughafen auf dem Weg nach Paris festgenommen wurde. Gegen eine Kaution von 250.000 Euro kam er dann bis auf Weiteres frei. Die deutsche Justiz beriet unterdessen über seine Auslieferung. Mit Watsons Verschwinden ist nun der Auslieferungshaftbefehl gegen ihn wieder für gültig erklärt. Costa Rica beschuldigt den Tierschützer vor mehr als 10 Jahren mit seinem Schiff Ocean Warrior kostarikanische Fischfänger attackiert und bedroht zu haben. Die Organisation Sea Shepherd stellt den Fall anders dar und versichert, dass bei der Protestaktion niemand zu Schaden gekommen sei. Es sei lediglich gegen das umstrittene Shark Finning protestiert worden, das unter Haifängern weit verbreitet ist und bei dem die Flossen von Haien abgetrennt und diese dann verstümmelt im Meer zurückgelassen werden. Die Flossen gelten in Asien als Delikatesse und stellen für Fischfänger ein lukratives Geschäft dar. Viele Haifischarten sind vom Aussterben bedroht und in den meisten internationalen Gewässern ist das Finning bereits verboten. Paul Watson hatte an die deutsche Justiz appelliert, die Auslieferung zu verweigern, doch die Frankfurter Behörden lehnen dies entschieden ab. Das Bundesjustizministerium bezeichnete Costa Rica als einen Rechtsstaat. Daher wolle man die Entscheidung des Frankfurter Landesgerichts abwarten. Mit einer positiven Entscheidung seitens des Gerichts ist nach Watsons Flucht nun allerdings nicht mehr zu rechnen. Das war der Report für diese Woche. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.